Was geht, liebe Mainzer? Da bin ich wieder. Ich hab's euch versprochen und hier kommt das Video. Drei Dinge, die ihr am Mainzer Marktfrühstück liebt und drei Dinge, die euch überhaupt nicht gefallen. Viel Spaß mit dem Gut gegen Schlecht Vergleich. Also Marktfrühstück finde ich am besten das gute Wetter, dass hier schön viele Leute sind, so ein bisschen Lokalpatriotismus. Die ganzen Mainz-Fans an den Spielen sind immer hier vor dem Spiel. Was ich nicht so gut finde, sind die ganzen Auswärtsfans, dass man relativ lange anstehen muss, aber das ist auch okay. Und ich finde, es macht zu früh einfach zu. Was würde ich mir wünschen für die Zukunft? Es ist echt perfekt. Ich kann mir fällt jetzt nichts ein, was man besser machen könnte. Weil man kommt ja auch schnell dran. Also man muss auch nicht anstehen. Wenn man drängelt. Wenn man drängelt. Aber jeder kann ja drängeln. Wir haben schon gedrängelt, ja. Ja, dann Prost. Danke. Mach's gut. Was würdest du dir vom Marktfrühstück wünschen für die Zukunft? So einen zweiten, dritten und vierten Weinstand. Und einen fünften? Fünften. Alles klar, danke dir. Was würdet ihr euch so für die Zukunft vom Marktfrühstück wünschen? Dass es auf jeden Fall weiter besteht. Also es wäre schade, wenn es nicht mehr geben würde. Wäre sehr schade. Okay, danke schön. Danke euch. Super finde ich natürlich, dass hier fast überhaupt keine Toiletten sind. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten, wenn die Sonne scheint, man kann eigentlich nirgendwo besser hingehen als hier. Nette Leute, gute Kumpels, was will man mehr? Es gibt kaum nicht-alkoholische Getränke. Also für die Leute, die dummerweise mit dem Auto herkommen, wird es ein bisschen schwer. Ich habe verzweifelt nach einer Cola gesucht, aber ich suche immer noch. Drei Dinge, die mir gut gefallen. Also die gute Stimmung, die Leute, das Essen, der Wein. Waren jetzt schon vier Sachen. Was gefällt dir gar nicht? Den Blumenbeet sollte weg. Da hätten wir mehr Platz. Und eine Cola hätte ich auch gerne mal getrunken. Wein? Das Frühstück, also Brötchen mit Fleischwurst und einfach mit den Leuten abhängen. Gibt's auch irgendwas, was dich nervt? Drei Sachen, die dich abfacken? Toiletten sind ein bisschen wenig, aber ansonsten alles gut. Drei Sachen, die dir am Mainzer Marktfrühstück super gut gefallen? Ich finde es schön, weil ich hier immer viele Leute aus der Heimat treffe und ich nicht mehr in der Heimat wohne. Ich trinke sehr gerne Wein. Und das Dritte... Ja, wenn das Wetter schön ist, dann kann man auch in der Sonne sein. Nee, richtig abfacken tut mich eigentlich nichts. Es ist nur manchmal ein bisschen voll, man muss natürlich lange anstehen. Aber das finde ich persönlich nicht so schlimm. Wein, Sonne, Menschen. Was gefällt dir gar nicht? Anstehen. Okay, ja. Dankeschön. Bitteschön. Echt jetzt? Ja. Weinschorle, die vielen Menschen und die Sonne. Der Pfand aufs Glas ist teuer. Der Markt, das Frühstück und der Wein. Und gibt es auch drei Sachen, die dir nicht gefallen? Gefällt dir irgendwas nicht? Nee. Alles gut? Ja. Gar nichts, was irgendwie nervt? Nein, natürlich nicht. Guck dich mal um. Okay, alles klar, danke dir. So, jetzt haben wir aber auch wirklich alles aus dem Material rausgeholt. Und ich hoffe, euch haben die Videos ein bisschen gefallen. Wir hatten auf jeden Fall mega viel Spaß beim Drehen. Und ja, jetzt muss ich euch auch noch ein kleines Geheimnis verraten. Und zwar stehe ich hier gar nicht in Mainz und natürlich auch nicht in Wiesbaden, sondern ich stehe in Memphis in den USA, wo ich gerade mein Auslandssemester mache. Und wenn euch das Thema Auslandssemester interessiert, wenn ihr wissen möchtet, was man da beachten muss, was man tun muss, wenn man selber eins machen möchte, dann schaut doch einfach mal rein auf unserem Kanal Karrierepropeller. Da haben wir ein paar Informationen für euch zu dem Thema zusammengestellt. Mich würde es freuen, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut. Also Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao.